Ich würde sagen, wir können loslegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Medienkonferenz der neuen Saison. Ich würde sagen, es ist fast ausverkauftes Haus hier im Medienzentrum des Stadion Wankdorf. Wunderbar. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu diesem besonderen Anlass. Und natürlich freut es mich sehr, Ihnen den neuen Trainer vorstellen des BSC Young Boys. Herzlich willkommen, David Wagner. Es freut mich natürlich auch sehr, unseren Sportchef neben mir zu haben, Christoph Spiecher. Vielleicht ein paar einleitende Sätze von mir zum Ablauf von heute. Die beiden Herren werden dann ihre Ausführungen machen. Dann gibt es eine Fragerunde. Haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen per Mikrofon? Und die Fernseh- und Radiostationen haben dann die Möglichkeit, Einzelinterviews mit den beiden Herren zu führen. Das wäre dann am Spielfeldrand unten, wie gehabt, wie jeweils nach den Spielen. Noch ein Wort zum morgigen Tag. Morgen um 3 Uhr findet das erste Training der Mannschaft statt im Hinblick auf die neue Saison. Die Fotografen sind selbstverständlich herzlich eingeladen, Bilder zu machen. Der Eingang wäre dann via Marathontor morgen um 15 Uhr. Das wäre es von meiner Seite. Ich gebe den Ball gerne weiter an Christoph Spiecher. Danke, Albi, für deine einleitenden Worte. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich auch sehr, dass es morgen wieder losgeht, dass morgen die Spieler wiederkommen. Und am meisten freue ich mich, dass Dave Wagner neben mir sitzt und für die nächsten 2 Jahre unser Cheftrainer sein wird. Wir haben schnell gemerkt, in den persönlichen Gesprächen, beim ersten persönlichen Gespräch schon, dass Dave neben seiner Fachkompetenz, neben seinem Fachwissen, vor allem auch als Persönlichkeit sehr gut zu uns passt, weil er eine gute Mischung hat aus Bodenständigkeit, eine sehr authentische Person ist, aber auch eine sehr ambitiöse und sehr ehrgeizige Person. Es gibt ja einige Punkte, die ein IB-Trainer eigentlich immer mitbringen muss. Das ist klar, dass IB ein Verein ist, der den Teamgedanken lebt, von ganz oben bis ganz unten, vom Verwaltungsrat über die operative Führung, die Geschäftsleitung, die sportliche Führung, über den Cheftrainer zum Trainerteam und zur Mannschaft. Da haben wir gemerkt, dass Dave genau die gleichen Werte lebt, wie wir das auch tun. Daneben ist klar, dass die Ausbildung der jungen Spieler auch immer im Zentrum steht bei IB. Wir wollen bei IB eine Top-Adresse sein für junge Spieler. Wir wollen sie fördern, wir wollen sie fordern. Und auch da hat Dave mit seiner Erfahrung bei Hoffenheim und dann vor allem auch bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund natürlich sehr viele Erfahrungen gesammelt. Bezüglich seiner Spielidee, Spielphilosophie hat er auch eine Philosophie, die auf viel Dynamik ausgelegt ist, auf viel Intensität. Das ist sicherlich eine Mischung, die sehr gut zu unserem Kader passt. Ein ganz wichtiger Punkt war dann aber vor allem eben auch die Auskünfte, die wir über ihn eingeholt haben. Wir haben bewusst keine Kopie von Jerry Seoane geholt. Wir haben damals schon, als Jerry Seoane vor 3 Jahren präsentiert wurde, keine Kopie von Adi Hütter gesucht, weil wir immer den richtigen Trainer für den richtigen Moment suchen. Bei Dave war mit den Personen, mit denen wir gesprochen haben, kam auch immer wieder seine fordernde Art zum Vorschein. Er ist ein Trainer, der von seinen Spielern sehr, sehr viel verlangt. Und ich habe für unsere Mannschaft den höchsten Respekt, die größte Wertschätzung. Aber nach 4 Titeln in Serie will ich auf keinen Fall, dass unsere Mannschaft irgendwo in der Komfortzone ist. Und da ist Dave mit seiner Art, wie er mit der Mannschaft arbeitet, was er von der Mannschaft fordert, auch mit seinen Erfahrungen, die er in Top-Ligen gemacht hat, wo verschiedene Spieler von uns irgendeinmal landen wollen, die richtige Lösung. Und deswegen sind wir sehr, sehr glücklich, können wir heute unsere Wunschlösung präsentieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Dave und würde jetzt den Ball weiter nach links spielen und kann dir sagen, dass du hier in einen Verein angekommen bist, der wirklich sich auf dich freut und dich so gut es geht unterstützen wird. Ja, danke erstmal von meiner Seite auch ein herzliches Hallo. Ich möchte zunächst einmal als allererstes mich insbesondere bei Christoph und dem Verwaltungsrat für das Vertrauen bedanken, dass sie mir entgegengebracht haben, indem sie mir den Auftrag vermittelt haben, hier diese Stelle anzutreten. Wir hatten, wie Christoph schon gesagt hat, sehr
sehr intensive, sehr, sehr ehrliche, sehr klare Gespräche, auch mit dem Sportausschuss. Und für mich war klar, dass die nächste Aufgabe, die ich übernehmen möchte, und Young Boys hat mittlerweile nicht nur in Schweiz, sondern auch über die Grenzen hinaus in sich einen sehr, sehr guten Ruf erworben, dass die nächste Aufgabe, die ich übernehmen will, eine Aufgabe sein soll, wo ich mit Menschen zusammenarbeite, wo ich das Gefühl habe, da kann was zusammen entstehen. Und da ist ein Teamgedanke dahinter und da ist eine Gemeinsamkeit dahinter, was man machen will, wie man es machen will. Und dass es nicht darauf ankommt, welche Liga, welcher Verein, sondern es kommt wirklich auf die Menschen drauf an. Und deswegen waren in diesen Gesprächen, und das waren mehrere, das kann ich, glaube ich, hier erwähnen, war das wirklich da mit dem gesamten Sportausschuss, aber insbesondere natürlich mit Christoph. Und ich freue mich, wie gesagt, total, dann heute mit diesem Termin, aber insbesondere dann morgen, wenn wir die Mannschaft treffen, hier das Ganze auf der einen Seite fortzuführen, klar. Ich glaube, die Zielsetzung ist relativ simpel. Wenn du zu einem Verein kommst, der viermal nacheinander Meister geworden ist, dann ist es klar, was der Anspruch ist. Das soll auf gar keinen Fall weniger sein, ganz im Gegenteil. Aber es ist auch klar, dass diese Aufgabe jedes Mal schwieriger wird, weil die Gegner werden mehr machen, werden mehr investieren. Und das bedeutet, dass wir wiederum, wenn wir das Gleiche anbieten, was wir bisher angeboten haben, das könnte dann nicht mehr lang. Und dementsprechend müssen wir auch mehr anbieten. Und das ist unser Auftrag, das ist unsere Idee, das ist unser Ziel. Da freuen wir uns drauf, wie gesagt. Und herzlichen Dank für die warmen Worte erstmal. Danke auch. Herzlichen Dank an dich, Dave. Und jetzt würden wir gerne mit der Fragerunde beginnen. Bitte jeweils das Mikrofon und gerne auch den Namen sagen und das Medienunternehmen, für das Sie zuständig sind. Beginnen wir hier. Etienne Chapuis, Journal du Jura, französische Zeitung von Biel. Herr Wagner, es freut mich, Ihnen kennenzulernen. Ich habe zuerst eine dumme Frage. Was wissen Sie genau vom Schweizer Fußball? Im Prinzip weiß ich genau das, was ich wissen muss. Ich weiß relativ viel über den Schweizer Fußball, insofern, dass natürlich auch relativ viele Schweizer Spieler einerseits neben mir auch in Deutschland gespielt haben. Ich weiß natürlich nicht so viel wie ein Insider der Schweiz über die Schweizer Liga, aber dafür habe ich einen Staff an meiner Seite, der mir alle diese Informationen geben wird. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es manchmal sogar eher förderlich ist, sehr unwissend in irgendwas hineinzugehen. Und ich will nicht damit sagen, dass ich unwissend bin, aber ich bin zum Beispiel nach England gegangen und hatte überhaupt gar keine Erfahrung über Championship England. Ich habe noch nicht mal eine Nacht in England verbracht, bevor ich in England unterschrieben habe. Und das habe ich zumindest schon gemacht. Ich war schon öfters hier in der Schweiz in meinen Jahren. Und alles das, was ich wissen muss, das werde ich mir sehr, sehr schnell aneignen. Ich weiß viel über unsere Mannschaft, was sie bisher geleistet hat, über individuelle Charaktere bzw. Stärken und auch Schwächen. Und dementsprechend bin ich so vorbereitet, dass ich glaube, mit meinem Team diese Aufgabe gut angehen zu können. Die nächste Frage, erste Reihe. Das Mikrofon nähert sich mit großen Schritten. Ja, hallo Herr Wagner, willkommen in der Schweiz. Sie haben es jetzt angetönt, Sie waren schon öfter hier. Was haben Sie für eine Beziehung zum Land, Ihre ersten Eindrücke jetzt von Bern, von der Schweiz? Und können Sie schon zwei, drei Wörter auf Schweizerdeutsch? Nee, also damit kann ich noch nicht dienen. Aber ich werde mich bemühen, ich werde sicher nicht in Perfektion sprechen. Aber ich werde mich bemühen, zum einen zu verstehen und zum anderen natürlich auch zu sprechen. Der Bezug zur Schweiz ist wie für viele Ausländer der Urlaub gewesen, insbesondere der Winterurlaub, da wir, meine ganze Familie und ich, passionierte Skifahrer sind. Und ansonsten war ich schon vor vielen, vielen Jahren mal in Bern, aber das ist wirklich sehr, sehr viele Jahre her. Und da auch nur für ein paar Stunden, bin jetzt auch erst gestern
hier angekommen und kann da viel darüber nicht so viel sagen, aber ich glaube, es ist hinlänglich bekannt, dass das eine sehr, sehr schöne Region ist, zum einen zu leben, aber das ist eigentlich nicht das, warum ich hier wirklich bin, sondern es geht hier um IB, um die Arbeit mit diesem Verein, mit diesem Club, mit den Spielern, um ja weiter erfolgreich Fußball zu spielen. Bitte die nächste Frage, bitte zuerst Name und Zeitung. Die andere Frage war von Stefan Kreis vom Blick. Vielen Dank. Moritz Martha, Altamedia, hallo Herr Wagner. Erlauben Sie, dass ich eine Frage kurz an den Sportchef noch richte. Hallo Wuschu, kannst du uns ein bisschen Einblick noch in den Prozess geben? Also wie viele Gespräche gab es? Ich glaube auch viele oder die meisten hast du überrascht mit dieser Nomination. Viele haben so ein bisschen in Trüben gefischt mit Schweizer Namen und so. Und dann hast du David Wagner aus dem Hut gezaubert. Es war eine sehr intensive, sehr eine spannende Zeit auch, weil man immer, wenn man mit Menschen spricht, die den Fußball lieben, auch sehr viele Dinge lernen kann. Und es war ähnlich wie vor 3 Jahren eigentlich, als die Situation so war, dass wir mit Cherry Soane einen Jungtrainer aus dem Hut gezaubert haben, hatten wir keine klare Vorstellung, es soll wieder ein Jungtrainer sein oder es soll ein Trainer mit Erfahrung sein. Was aber dann in den Gesprächen schon immer wieder aufgekommen ist, ist das persönliche Gespür, das Gefühl für den Menschen, für die Persönlichkeit, die Dave mitbringt, die einfach sehr gut zu uns passt. Und das Zweite ist einfach dieser Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Wir haben 4 Jahre Großartiges geleistet und große Erfolge gelebt. Aber ich schätze die Mannschaft wirklich unglaublich hoch ein. Sie hat einen tollen Charakter. Aber es ist klar, die Gefahr ist da, dass man irgendwo in der Komfortzone landet. Und das wollten wir unbedingt verhindern. Und deswegen hatten wir das Gefühl, dass Dave mit all den Personen, mit denen er zusammengearbeitet hat, die verschiedene Funktionen hatten, da kam immer wieder dieses Fordernde zum Ausdruck. Und das hat für uns dann einfach wie die Faust aufs Auge gepasst, dass wir gesagt haben, ja, das ist genau das, was die Spieler jetzt benötigen. Sie müssen einen neuen Impuls bekommen, einen sehr, sehr fordernden Impuls, auch einen menschlichen Impuls, der sich ihnen auch als Menschen annimmt. Das ist uns auch sehr wichtig. Aber wir sind überzeugt, dass er ihnen eben auch aufzeigen kann, weil er in Top-Ligen gearbeitet hat, was es benötigt, um dorthin zu kommen. Und das ist das erklärte Ziel von verschiedenen unserer Spieler. Weitere Fragen? Ja. Zweithinterste Reihe. Albisan, Radio Bern 1. Wurde IB durch die vorzeitige Ankündigung der Trainereinstellung von David Wagner überrascht und war damals die ganze Suchfindung schon abgeschlossen? Also du meinst mit der Situation mit West Bromwich? Oder wie das aus den englischen Medien kam. Ja, das war eben, das ist halt dann die Dynamik, die das Fußballgeschäft mit sich bringt, oder? Wir waren eigentlich, als diese Meldung verlautet wurde aus England, waren wir zusammen und haben eigentlich in dem Moment einen Vertrag unterschrieben. Wir haben uns am Vorabend das Wort gegeben, aber Dave hat da auch etwas gezeigt, oder wir haben das beide versucht auch zu leben in diesen letzten Wochen, dass wir eine totale Transparenz hatten. Also ich war immer involviert, wir wussten auch, dass sich andere Vereine für ihn interessieren, wir mussten um ihn kämpfen, aber auf der anderen Seite haben wir auch ihn laufend über unseren Prozess informiert und am Schluss sind wir sehr, sehr glücklich, dass es so gekommen ist, dass wir heute hier sitzen und die nächsten Jahre zusammen angehen, ob dann halt am Schluss eine Meldung aus England zuerst war oder die Meldung von uns kam, das sind Dynamiken, die man im Fußballgeschäft nie zu 100% kontrollieren kann, weil zum Teil halt auch Menschen involviert sind, die dann vielleicht enttäuscht sind und gewisse Dinge an die Öffentlichkeit tragen. Nächste Frage, hinterste Reihe. Ja, Florian Knäggi von 20 Minuten. Guten Tag, Herr Wagner. Sie haben, oder die Gespräche mit West Bromwich wurden auch angesprochen. Es würde mich interessieren, was gab für Sie den Ausschlag, dass Sie jetzt zu eBay kommen und eben nicht wieder in die Championship gehen?
Ja, ich möchte jetzt auf einzelne Clubs überhaupt gar nicht eingehen. Ich glaube, das gebietet der Respekt und das ist auch überhaupt gar nicht wichtig. Fakt ist, dass, und das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass ich unbedingt zu einem Club wechseln wollte, wo ich das Gefühl habe, die Menschen sind gut. Mit denen kannst du arbeiten, das ist verlässlich. Da steht man zusammen, da werden Aussagen getätigt, auf die du dich verlassen kannst, wo du auch, wo das Wort wirklich zählt, wo es darum geht, gemeinsam zu arbeiten, was zu entwickeln. Und das war mehr oder minder von Anfang an, als ich mich mit Christoph und auch mit dem Sportausschuss getroffen habe, der Fall. Und das hat sich bei allen weiteren Treffen und Gesprächen immer nur noch mehr intensiviert und bestätigt. Und dementsprechend war meine Entscheidung dann auch alternativlos. Sie hatten Florian Tadert schon in Huddersfield trainiert. Er ist ja Berner, kennt IBE bestens. Hatten Sie per Zufall mit ihm Kontakt, bevor Sie den Vertrag unterschrieben haben? Ich freue mich, dass du den Namen ausgesprochen hast, weil ich kann es immer noch nicht. Er hat mir geschrieben, also ich hatte im Vorfeld keinen Kontakt mit ihm, aber als er gelesen hat, dass ich hier zugesagt habe, hat er mir eine Nachricht geschrieben, mir alles Gute gewünscht, auch geschrieben, dass es ein toller Verein ist, dass sich hier sehr, sehr wohl gefühlt hat. Also wir hatten danach dann Kontakt gehabt. Erste Reihe, bitte Mikrofon warten. Dominik Wümer, Tamedia, willkommen. Sie haben vorhin eben gesagt, Sie wollten einen Verein, wo Sie sich auf die Menschen verlassen können. Das klingt auch wie eine Replik auf Ihre Zeit, Ihre letzte Zeit bei Schalke. Ist dieser Eindruck falsch? Nein, das ist überhaupt gar nicht darauf gemünzt. Aber ich habe gesehen, dass überall da, wo mir Arbeiten Spaß gemacht hat, wo ich auch erfolgreich gearbeitet habe, dass der Fall war. Und ich glaube, dass es wichtig ist, nicht darauf zu achten, was wie groß ist oder was wie groß erscheint, sondern dass es, wie gesagt, auf die Leute ankommt, mit denen du dich auseinandersetzt und zwar tagtäglich auseinandersetzt. Und die Schalke-Story, die ist, keine Ahnung, wie oft jetzt erzählt, finde ich auch nicht mehr wichtig. Das war ein toller Anfang, tolle erste 6-7 Monate. Das Ende war weniger gut, ist aber Vergangenheit. Und ich glaube, für uns alle ist eins ganz, ganz wichtig. Und das hat Christoph ja auch schon gesagt. Vergangenheit ist nett, wenn sie erfolgreich war, weniger, wenn sie nicht erfolgreich war, aber es ist Vergangenheit. Und es hilft dir null, wenn es darum geht, das nächste Spiel oder die nächste Saison anzugehen. Da geht es dann nur noch um die Gegenwart und um die Zukunft. Und das ist vollkommen wurscht, was du in der Vergangenheit erreicht hast. Aufstieg, was weiß ich, Klassenerhalt, Meisterschaft, das zählt nicht. Sondern es geht nur darum, die Zukunft zu gestalten und in der Gegenwart stark zu sein. Und das geht einfach nur mit ganz, ganz viel harter Arbeit und mit einer Klarheit und Offenheit. Und das ist das, was wir ab morgen dann anpacken werden, weil, wie gesagt, es geht darum, Zukunft zu gestalten und die Gegenwart so präsent und so stark wie möglich zu leben. Zweite und dritte Reihe. Ja, Peter Lerch, Kieson SDA. Hier in Bern bei IBE gab es die letzte Trainerentlassung im September 2015, also vor fast 6 Jahren. Adi Hütter und Gerardo Serrano wären sicher geblieben, aber sie wurden sozusagen aus der Bundesliga abberufen von einer höheren Stelle. Und IBE hat sich jetzt für sie entschieden, aber sie mussten sich ja auch für IBE entscheiden. Hat diese Kontinuität, die man jetzt sieht, die in den letzten Jahren für den Schweizer Fußball, wo es viele Trainerentlassungen gab, einzigartig ist, eine Rolle gespielt, dass Sie sehen, Sie kommen hier in einen Verein mit Kontinuität? Also um ganz ehrlich zu sein, wusste ich diese Statistik nicht, aber ich wusste natürlich, weil ich mit beiden Kontakt hatte, beiden meinen Vorgängern, dass sie sehr lange und sehr, sehr glücklich hier gearbeitet haben und natürlich auch sehr, sehr erfolgreich hier gearbeitet haben. Und das ist ja im Prinzip genau das, was mir da auch in diesen Gesprächen, die ich da geführt habe, bestätigt wurde,
dass das ein ganz, ganz toller Verein ist, weil hier Menschen sind, die verlässlich sind und mit denen du einfach auf einer richtig guten, auch menschlichen Ebene zusammenarbeiten kannst. Und das wurde mir bestätigt. Natürlich ist es immer wünschenswert, von beiden Seiten Kontinuität zu haben, Kontinuität zu leben. Und das ist auch das, was ich auf jeden Fall hier bei Young Boys anstrebe. Herr Wagner, Pierre Benoit von Berner Bär. Was wird morgen, wenn Sie zum ersten Mal vor die Mannschaft stehen, der Kern der Botschaft sein, den Sie an die Spieler richten? Den kann ich Ihnen ja jetzt hier nicht sagen. Wenn ich den Kern meiner Botschaft morgen an die Spieler richte, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Vielleicht ein kleines Detail. Ich werde auf jeden Fall alle herzlich begrüßen und Ihnen eine gesunde, vor allen Dingen gesunde und natürlich auch erfolgreiche Saison wünschen. Ich versuche Ihnen eine Frage zu stellen, die Sie vielleicht beantworten können. Also ich gehe fest davon aus, dass Sie sie beantworten. In Huddersfield und bei Schalke waren Sie ja bei Teams, die eigentlich nicht um den Titel spielten. Obwohl Schalke, die haben noch in der zweiten Liga wahrscheinlich den Gedanken, dass sie Bundesligameister werden. Aber dort war ja vor allem der Fokus auf der Defensive, auf der Abwehr, auf einer soliden Deckung. Jetzt bei IBE wird das anders sein. Hier müssen sie Meister werden. Wie werden Sie das anpacken? Also wie haben Sie, welches ist Ihre Idee, wie Sie zu spielen gedenken? Also prinzipiell würde ich Ihnen zumindest mal ein Stück weit widersprechen, weil wenn du in England in der Championship aufsteigst und in die Playoff kommst, dann spielst du zwar nicht um Titel mit, in Anführungszeichen, aber da geht es ja dann darum, dich für etwas zu qualifizieren, und das ist in der Regel oben in der Tabelle. Und auf Schalke war das zumindest die ersten 7 Monate auch der Fall. Und mit Dortmunds zweiter Mannschaft sind wir auch aufgestiegen. Also wenn es darum geht, kenne ich sowas, wo es darum geht, in den oberen Regionen zu spielen? Ja, klar, das kenne ich. Ändert aber nichts an der Einstellung meiner zu diesem Spiel, weil eines der Mantras oder für was ich stehe, dass in der Regel wir uns fast immer, will ich mal sagen, natürlich gibt es in der Premier League dann, wenn du gegen Liverpool oder Manchester United am Start warst, auch mal Unterschiede, aber wir uns fast immer unabhängig vom Gegner gemacht haben. Uns war uninteressant, war das einer, der eher oben oder eher unten steht, attackiert uns hoch oder tief. Es ging in allererster Linie um unser Spiel, dass man unser Spiel wiedererkennt. Und das ist ganz sicher ein Spiel, was über Intensität, über Energie, Aggression, deswegen, wenn hier wieder wir hoffentlich im August viele Zuschauer haben werden, dass diese Energie vom Platz auf die Tribüne und umgekehrt kommen kann, das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Viel Umschaltmomente, viel Tempowechsel, also das ist schon das Spiel, was mir gefällt, was ich mag. Ich mag dieses eher ruhigere, verhaltene, und nochmal, dass wir uns nicht falsch verstehen, das gibt nicht gut oder schlecht oder erfolgreich oder weniger erfolgreich. Es gibt nur einen Spielstil, den ich mag, und das ist einfach der aktive, der intensive, der aggressive Spielstil. Und das betrifft nicht nur den Defensivverbund, sondern das betrifft die ganze Mannschaft. Offensivspieler sind da manchmal ein bisschen, dass die da ein bisschen länger für brauchen, beziehungsweise das dann so ein bisschen braucht, bis sie das dann gefressen haben. Aber das ist im Prinzip das, was ich möchte, was wir auch in den Gesprächen besprochen haben, wo wir hinkommen wollen. Und ab morgen geht's da los. Gibt es noch weitere Fragen? An den Begriff Umschaltfußball, den Sie jetzt verwendet haben. Es wird ja in vielen Medien in Deutschland, in der Schweiz, wird dieser Vergleich mit Jürgen Klopp so ein bisschen überstrapaziert, weil Sie auch eine persönliche Beziehung haben. Aber vielleicht trotzdem an das anschließend, was ist Klopp für Sie, oder was stellt er dar, dass Sie vielleicht auch im Spiel von Ihrer Mannschaft übernehmen können?
Das ist wahrscheinlich jetzt eine relativ langweilige Antwort. Das ist mein Freund. So wie du einen Freund hast, ist das mein Freund. Jetzt ist das durch Zufall Jürgen Klopp, der wahrscheinlich einer der besten Trainer der Welt ist und Liverpool arbeitet. Und natürlich haben wir uns, das habe ich ja schon mal gesagt, keine Ahnung wie viele Stunden über Fußball unterhalten, seitdem wir uns kennen. Wir kennen uns sehr, sehr lange. Und dadurch, dass ich natürlich bei Dortmund gearbeitet habe, in der sehr, sehr erfolgreichen Zeit, die die dann damals angefangen haben und sehr nah dran war, ist das schon auch der Spielstil, den er da gespielt hat oder den jetzt auch Liverpool hat. Wenn ich sage, das zu vergleichen, ist das, glaube ich, also das, jetzt dürfen wir nicht ganz den Boden unter den Füßen verlieren, aber das ist die Art des Fußballs, die ich mag. Und am Ende geht es bei für mich oder für uns bei dem Umschaltspiel einfach um, das ist ein Impulsspiel. Ja? Es gibt zwei verschiedene Impulsmomente. Das ist der Impuls, wie reagierst du, wenn du den Ball verlierst und wie reagierst du, wenn du den Ball eroberst. Und beides Mal ist die gleiche Reaktion, 100%ige Intensität. Und dieses Impulsspiel, dieses Umschalten, sowohl nach Balleroberung als auch nach Ballverlust, das ist das, was mit Umschaltspiel dann in dem Moment gemeint ist, dass dann ein Tempowechsel, ein Intensitätswechsel, ein Aggressivitätswechsel spürbar sein sollte in diesen Momenten. Klappt nicht immer, ist auch gar keine Frage, aber das ist die Idee dabei. Ich schaue noch einmal in die Runde. Gibt es noch vielleicht letzte Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, kommen wir hier zum Abschluss. Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen des BSC Young Boys für Ihr Erscheinen. Auch jenen Zuschauerinnen und Zuschauern, die via Livestream zugeschaltet waren, besten Dank und einen schönen Tag. Bis bald. Dankeschön. Danke.